ich würde es nicht machen, wenn die Autorin selber schon sagt, nee, lieber nicht. Hallo, hallo, liebe Bücherdrachen. Heute habe ich ein richtig cooles Kooperationsvideo mit Carina Zacharias für euch. Wir sind nämlich beide One-Autorinnen und dachten uns, lass mal ein Video zusammen machen, wenn unsere Bücher dieses Jahr beide erscheinen. Und wir haben uns gedacht, komm, wir machen so eine kleine Art Interview. Das heißt, schaut auch unbedingt auf Carinas Kanal vorbei, wenn ihr meine Antworten sehen wollt. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Buch von Carina, bei dem ich mir todessicher bin, dass ihr das lieben werdet. Weil es geht nämlich auch um Gaming. Und ich zeige euch jetzt mal das Cover. Ist es nicht eine verdammte Schönheit? Ist es nicht mega? Beyond the Game heißt der Titel und ich liebe alles daran. Sieht so richtig episch aus oder wie so ein Filmplakat, finde ich. Es geht um künstliche Intelligenzen. Es ist Young Adult. Es ist dystopisch, Gaming und ja, mit ganz viel Liebe. Es geht um Nora, die 17 Jahre alt ist und Videospiele, ja, liebt. Ungefähr so wie meine Protagonistin Bonnie in Could It Be Love Musik liebt. Sie hat einen Bruder, Ben, und der entwickelt ein neues Game. Das ist nämlich ein Virtual Reality Spiel namens Animus. Was ich halt sehr spannend finde, Ben will nicht, dass das Spiel veröffentlicht wird. Also da frage ich mich doch direkt, wo ist da der Haken? Ja, seine Schwester darf auch nichts von dem Spiel sehen und das macht die Neugierde natürlich umso größer. Heimlich lädt sie sich also die Daten runter von dem Computer ihres Bruders und verliert sich sofort in dieser Welt von Animus und künstlichen Intelligenzen. Das Spiel ist total real und sie hat auch eigentlich gar keine Lust mehr, damit aufzuhören. Aber dann wird es brenzlig. Es verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und dem Game. Und es muss ja auch noch was damit auf sich haben, dass ihr Bruder nicht wollte, dass dieses Spiel überhaupt veröffentlicht wird. Damit ihr jetzt Carinas Buch noch besser kennenlernt und vor allem auch Carina, habe ich hier 5 Fragen an sie. Und ich bin schon sehr gespannt auf ihre Antworten. Carina, ich spiele selbst leidenschaftlich gerne Videogames. Was hat dich denn dazu bewegt, in einem Buch in diese Videospielwelt einzutauchen? Ich finde die Welt der Videospiele super spannend und das verrückterweise, obwohl ich selbst eigentlich gar keine Gamerin bin. Aber ich lese ja super gerne und ich schreibe auch leidenschaftlich gerne und ich finde sehr spannend, dass in Videospielen im Prinzip auch Geschichten erzählt werden, aber auf so völlig andere Weise als in Büchern, nämlich in einem ganz anderen Medium und natürlich auch auf eine interaktive Art und Weise. Also man kann als Spieler ja die Geschichte, die erzählt wird, bis zu einem gewissen Grad mitbestimmen und mitgestalten. Das finde ich alles super spannend und ich habe in meinem Leben schon einige Let's Plays geguckt. Im Rahmen der Arbeit an diesem Buch habe ich auch einige theoretische Bücher über Game Design gelesen. Ich habe im Rahmen meines Informatikstudiums auch mal ein Semester lang ein Modul Game Design belegt und da auch viel über die Theorie, wie designe ich ein gutes Game, gelernt. Ich musste dann in einer Gruppenarbeit auch selbst ein Spiel konzipieren, programmieren, designen. Das war dann so ein kleines Jump and Run mit 3 Leveln. Also ich finde Videospiele super spannend und faszinierend und es hat mich sehr gereizt, mal in einem Roman tiefer in diese Welt einzutauchen und das, obwohl ich selbst eigentlich keine Gamerin bin. Ja, ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen. Für mich sind Videogames auch so eine Art, Geschichten zu erzählen. Es gibt so viele gute Videospiele, die mich so begeistern und bei denen mir die Story halt auch einfach wichtiger ist als tatsächlich so die Grafik oder sonst was. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Okay, aber was macht Animus denn jetzt so besonders als Videospiel? Und warum ist das ausgerechnet so streng geheim? Ich möchte das wissen! Es gibt mehrere Dinge, die Animus zu einem besonderen Spiel machen und ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist zum Beispiel ein Virtual-Reality-Spiel, das man nicht nur mit der üblichen Brille und Hand- und Fuß-Trackern spielt, sondern man kriegt auch eine Elektrodenhaube aufgesetzt und die macht ein paar spannende Dinge und außerdem setzt das Spiel eine künstliche Intelligenz ein, die ziemlich weit fortgeschritten ist und die das Spiel, während man es spielt, weiterentwickelt und auch an die individuellen Wünsche des Spielers anpasst. Also ich finde es schon ein bisschen gruselig, gerade auch mit den Elektroden und der künstlichen Intelligenz,
Aber auf der anderen Seite, das klingt voll spannend. In deinem Buch vermischt sich ja Realität mit dem Videospiel. Inwiefern würdest du denn sagen, ist dein Buch eher Sci-Fi oder Fantasy? Also welchem Genre würdest du dein Buch generell so zuordnen? Über die Frage habe ich mich sehr gefreut, denn genremäßig ist Beyond the Game etwas ziemlich Neues für mich. Ich würde es der Science Fiction zuordnen, würde allerdings sagen, es ist eher so Science Fiction Light. Also es spielt eigentlich in unserer Welt und in unserer Zeit. Der einzige Unterschied ist, dass sich die Technologie der Virtual Reality Spiele und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz etwas weiter gedacht habe. Und das macht es in meinen Augen zu Science Fiction und es ist damit mein erster Science Fiction Roman. Ich habe sonst vor allem im Bereich der Fantasy veröffentlicht. Aber das Virtual Reality Spiel Animus, das ja eine große Rolle in meinem Buch spielt, selbst ist ein Fantasy Game. Darin wird man als Spieler in eine prähistorische Welt versetzt, wo die Menschen als Jäger und Sammler leben und man muss mit Naturgeistern kommunizieren, um magische Fähigkeiten zu erlangen, unter anderem. Und das heißt, ich konnte einen Science-Fiction-Roman schreiben, aber innerhalb des Science-Fiction-Romans trotzdem auch eine Fantasy-Welt entwerfen und schreiben. Und diese Mischung hat mir großen Spaß gemacht. Oh, ich liebe ja selber so Bücher, die einen leichten Genre-Mix haben. Also nicht nur Sci-Fi, sondern auch mehr. Ah, ich freue mich schon total auf das Buch. Nora, deine Protagonistin ist auf jeden Fall schon mal richtig cool anhand von dem, was ich jetzt so von dir erfahren habe und gelesen habe. Ich habe jetzt noch eine Challenge für dich. Und zwar beschreib mir doch mal Nora in 3 Emojis. Lea, du hattest so coole Ideen für Fragen und auch diese Frage finde ich sehr gut, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mich für eine etwas merkwürdige Kombination von Emojis entschieden, aber ich werde sie euch erklären. Als erstes kann ich nicht widerstehen, ich muss einfach dieses Nerd-Emoji wählen. Nicht, weil Nora so aussieht mit der Brille und den Hasenzähnen, aber weil Nora eben ein kleiner Nerd ist. Ihr Lieblingsfach ist Informatik, sie ist ja in der Oberstufe und sie möchte gerne dann nach dem Abi auch Informatik studieren. Zu einer ihrer liebsten Freizeitbeschäftigungen gehört es, zu programmieren, selber eigene Spiele zu entwickeln. Sie liest sehr gerne, sie ist Gamerin. Also ich würde sagen, sie ist schon so ein klassischer Nerd. Okay, als zweites habe ich tatsächlich das Vulkan-Emoji ausgewählt und damit, ich weiß, das mag etwas merkwürdig klingen, aber ich beziehe mich damit vor allem so auf die ersten 2 Kapitel, in denen staut sich einiges in Nora an. Sie ist die kleine Schwester von dem großen Bruder, der mit seiner Virtual Reality Firma jetzt das ganz große neue Projekt rausbringt, dieses Spiel Animus, auf das alle warten. Und sie weiß leider nicht mehr als alle anderen und wird aber von allen gepiesackt und gefragt und erzähl doch mal was. Und leider weiß sie aber auch nichts und das ärgert sie so, dass Ben ihr nichts über dieses Projekt verrät. Dann ist es so, dass ihre beste Freundin Bea einen neuen Schwarm hat und dass sie ein bisschen das Gefühl hat, sie verliert vielleicht diese Freundin und selbst war Nora noch nie verliebt und hat auch ein bisschen das Gefühl, so zurückgelassen zu werden. Und da staut sich so eine Spannung in ihr an. Ich nenne das in den ersten Kapiteln, glaube ich, auch so ein Brodeln, das sie in sich spürt. Und dann bricht es aus ihr heraus. Sie muss irgendwie ein Ventil finden für diesen Druck. Und dann verschafft sie sich eben illegal und heimlich Zugang zu diesem Virtual Reality Spiel Animus und beginnt es heimlich zu spielen. Und das ist fast wie so ein Vulkanausbruch. Und ja, in dieser Spielewelt wird sie dann eigentlich fast zum ersten Mal so richtig zur Heldin ihrer eigenen Geschichte. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Spielewelt so wichtig für sie wird. Als drittes Emoji habe ich mich für diese Augen entschieden. Ich finde, das ist ein Emoji, das für Neugierde steht und das passt absolut zu Nora, die sehr wissbegierig und neugierig ist. Aber ich würde diesen Augen noch eine zweite Bedeutung zuweisen und zwar ist Nora zwar sehr intelligent, aber ihre Stärken liegen vor allem so im abstrakten und logischen Denken, so ein bisschen auch die Fähigkeiten, die man als gute Programmiererin braucht. In anderen Alltagsdingen, in zwischenmenschlichen Dingen, darin so die Konsequenzen ihres Handelns auch wirklich bis zu Ende durchzudenken, darin ist sie nicht immer so gut. Und manchmal ist sie dann im Nachhinein etwas überrascht und ich finde, dafür stehen diese Augen auch, für so ein Ups, Erstaunen, Überraschung und ja, deswegen gibt es quasi 2 Gründe, warum ich das Augen-Emoji noch für Nora ausgewählt habe. Boah, ich liebe das mit den Emojis. Richtig coole Antwort auf die Frage. Vor allem, dass auch
nicht diese typischen Emojis gewählt wurden, sondern mit dem Vulkan zum Beispiel auch was ganz anderes und mit den Augen mehrere Bedeutungen. Ja, richtig geil. Okay, und eine Frage habe ich noch, weil ich das super interessant finde. Es verrät auch ein bisschen mehr über Animus vielleicht für uns. Würdest du Animus selber spielen, wenn du könntest? Mit dem Wissen darum, wie sich das Spiel im Verlauf des Buchs weiterentwickelt, würde ich sagen, nein, ich glaube, ich möchte Animus nicht spielen. Das ist mir doch ein bisschen zu unheimlich. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich nicht verraten. Ja, wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr Animus spielen mit dem Wissen, was ihr jetzt über diese Welt erfahren habt? Ich glaube, ich würde es nicht machen, wenn die Autorin selber schon sagt, nee, lieber nicht. Aber ich möchte diese Story erleben. Und deswegen freue ich mich auch schon mega, mega auf Carinas Buch. Das ist seit dem 1.4. bei One erhältlich. Und ich bin mal schon super gespannt, bei wem das jetzt von euch ebenfalls im Einkaufswagen landet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was euch vielleicht besonders an dem Buch interessiert. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr zu Carinas Video schaut. Da erzähle ich nämlich mehr über mein nächstes Buch, mein Jugendbuch. Could it be love? Auf jeden Fall ein Riesendanke an Carina, die mit dieser coolen Idee auf mich zukam. Und wenn euch das gefallen hat, teilt das Video gerne mit Leuten, von denen ihr denkt, boah, das Buch wäre ja was für XY. Und es hilft auch alleine schon, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, ein Abo da lasst. Und schaut doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei oder kommt in mein Patreon-Team, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schreibt mir unbedingt, mit wem ich noch solche Videos machen soll, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video. Was ich halt sehr spannend finde, Ben will nicht, dass...